erste Tag ist Service Point, das Display, eine Geschichte von vier Generationen. Und die Sprecher sind Peter Stucker und Felix Niedlers. Gebt ihnen einen großen Applaus. Thank you. Danke. Thanks for having us. I'm Felix. And ich bin Felix, das ist Peter. Hi. So, hallo. Yeah, we're gonna tell you four tales about. Ja, wir wollen euch vier Geschichten über das Display erzählen. Der Anfang des Displays war, dass einer unserer Clubmitglieder es auf eBay gekauft hat. Wir wussten nicht genau, was es ist. Es kam von einer Metallverarbeitungsfirma, die eine Elektronikabteilung hatte, die die Elektronik davon hatte, und eine Metallwerkstatt, die die Hardware gebaut hat, und die haben es abverkauft, weil es wohl für sie nicht funktioniert hatte. Und wir haben es halt auf eBay bekommen, und es war am Anfang sehr, sehr langsam. Das ist hier, wie es bei uns im Club aussieht. Also wir reden über die Hardware von der ersten bis zur vierten aktuellen Generation und dann über die Software und die API, die Websockets, die wir haben, und ein paar lustige Anwendungen, die wir dafür gemacht haben. Peter, möchtest du mit der Hardware anfangen? Die erste Generation was delivered with a 6502 mit einem 6502 Controller Board ausgeliefert worden. Ich war nicht da, als das benutzt wurde, aber ein paar Leute haben es geschafft, das zum Laufen zu kriegen, indem sie über serielle Kommandos an den Controller geschickt haben, und wir konnten zugucken, wie die Buchstaben auf dem Display einzeln angezeigt wurden. Das Ding besteht aus einem ganzen Haufen 8x8 LED-Modulen. No slides? Oh, keine. Ah, there we go. Da sind die. Lass uns zurückgehen. Okay, das ist der 6502-Controller. Das sind die 8x8 LED-Module, die in diesem Display sind. Insgesamt gibt es 20 Zeilen und 56 Spalten von diesen Modulen. Also insgesamt 1120 LED-Module mit 8x8 sind das 71.000 und ein paar zerquetschte LEDs. Display. Ein 71K-Display. Das war die erste Generation. Dann haben wir die Hardware ein bisschen kennengelernt und ein paar Leute in Berliner ZCC, die haben einen neuen Controller dafür gebaut, weil der 6502 einfach nicht sehr lustig war. Es war, wie gesagt, sehr langsam und es war natürlich nicht am Netzwerk. Und natürlich brauchten wir es am Netzwerk. Die zweite Generation war ein Atmel XMega. Ich glaube, wir haben leider keine Bilder davon. There was also the beginning of, und in dieser Zeit war also der Anfang eines Protokolldesigns, um Informationen an das Display zu schicken. Das besteht aus einem UDP-Paket, das hat einen 10-Byte-Header, das enthält 5 16-Bit-Wörter in Netzwerk-Byte-Order enthält. Das erste ist das Kommando, und dann sind da vier Parameter, die einen Wert enthalten können oder nicht. Wenn ein Parameter nicht benutzt wird, dann ist der Wert einfach null. Nach diesen 10 Bytes kommen vielleicht oder vielleicht auch nicht die Daten in dem UDP-Paket. Das hier sind die Kommandos. Am Anfang. Die ersten Kommandos, die implementiert wurden. Ich glaube, da sind ein paar Lücken in der Nummernfolge. Ich weiß nicht, was die Kommandos oder die Zahlen dazwischen waren. Aber ja, klar, was haben wir? Bildschirm löschen,
Text senden. Because that's a fun encoding. And then we had some brightness commands. Dann haben wir ein paar Helligkeitskommandos. LED modules, the 8x8 diese LED Module, diese 8x8 Module. Behind each of them hinter jedem sitzt ein Maxim Max LED driver made for this 7219 LED Treiber, der für diese Displays gemacht entwickelt wurde. Und in diesem LED Treiber ist ein digitales Register, um die Helligkeit einzustellen. Und wir haben das über ein paar Kommandos sichtbar gemacht. So, hier ist eine Demo dafür. Just change the brightness, since we can only do 8x8 brightness changes. Hier ist halt ein Demo, das heißt, wir können halt nur 8x8 Felder jeweils die Helligkeit einstellen. Also es ist kein Graustufen-Display für die einzelnen 8x8 Pixel, aber man kann halt diesen netten Effekt darüber machen. Um zu erklären, was wir hier sehen, hier ist das gesamte Display mit Pluszeichen gefüllt. Also jedes Modul zeigt ein Pluszeichen. Und das Einzige, was sich verändert, ist halt die Helligkeit oder die Lichtintensität dieser einzelnen Module. Und das macht einen noch niedriger aufgelösten, aber hübschen Effekt auf diesem relativ niedrig aufgelösten Display. Zurück zu den Kommandos. Das war Zeichenhelligkeit, dann gibt es Helligkeit für den gesamten Bildschirm. Da gibt es einen Reset-Command, das hilft manchmal. Dann hatten wir ein Fade-Extent, wo ein Grafikkern über das Display läuft und dann der Upland-Effekt aussieht, aber das wurde nicht viel verwendet. Und das wichtigste neue Feature in unserer Dings war, Bitmap-Übertragung zu unterstützen, sodass dieses Display auch beliebige Grafiken anzeigen kann. Das allererste Kommando, weil es einfacher ist, die Bitmap-Daten auf eine Art zu schicken, wie die Hardware funktioniert, und das ist halt nicht sehr einfach für Softwareentwickler. Das ist Pixeldaten in einem vertikalen Layout. Also die Daten würden so geschickt, dass jedes Byte eine 8 Pixel hohe Spalte ist, statt 8 Pixel horizontal, was wir typischerweise in Software benutzen. Aber auf jeden Fall, wir konnten damit Bitmaps machen und es war viel Spaß. Right, and then wir wollen natürlich schneller sein. Wir haben festgestellt, dass die Hardware, so wie sie aus der Fabrik kommt, ist ziemlich beschränkt und ziemlich langsam. Nicht nur weil die 6502 eine relativ langsame Maschine ist, sondern auch, wie der gesamte Datentransfer in diesem Display implementiert war. Wie der Pfeil zeigt, würde der 6502-Prozessor jedes einzelnen dieser 1120 LED-Module nacheinander, sequenziell, der Reihe nach, das heißt, dass die anderen 1119 LED-Module machten einfach gar nichts die meiste Zeit. Nur ein einzelnes erhält zurzeit Daten. Das wurde in Hardware Generation 2.5 geändert. Da haben wir nicht mehr den 6502-Controller benutzt, das ist einfach nur ein Symbolbild. Der Hauptcontroller schickt Daten zu diesem neuen Zeilencontroller, die bei Leuten beim CCC Berlin entwickelt wurden. Die haben verteilte Bildspeicher, also jeder Speicher hat einen Bildspeicher für den Inhalt, der da sein muss. Und Parallelisierung, der Mastercontroller schickt Daten an alle Zeilencontroller, nur zu den Zeilencontroller und Controllern. Und die Zeilencontroller schicken dann die Daten zu den LED-Modulen und den Treiberchips. So sieht das aus.
There's a bug. Da ist ein Bug in der Hardware, den haben wir gefixt. But that was good. That got us. Das war gut. Some more frame rate. Das hat uns mehr Framerate verschafft. Transfer. Und ja, also quasi mehr beim Bitmap-Transfer. Well, und dann war uns das aber irgendwie noch nicht genug. Das war uns immer noch zu langsam. So haben wir experimentiert mit einem Mikrocontroller, welcher stärker ist, welcher also einiges stärker ist als der X-Mega. Das ist ein Cortex-M3 ARM. And the thing about these particular ones is that they had Ethernet. Also das Spezielle daran ist, die hatten halt ein Ethernet, Mac und PHY schon eingebaut. Das ist nicht so gewöhnlich, aber natürlich sehr praktisch für unser Projekt. So, we still had the main problem that, wir hatten immer noch das Hauptproblem, dass die Bitmaps in diesen speziellen Anordnungen gesendet werden mussten, also von oben nach unten statt von links nach rechts, wie üblicherweise. Aber innerhalb dieser Zeile müsste man die vertikalen Bytes senden. Und das war nicht immer lustig. Das haben wir dann in Generation 3 geändert. Da haben wir neue Kommandos implementiert, um die Bitmaps zu transferieren, um die normale Bit- und Byte-Anordnung von gewöhnlichen Bitmaps zu unterstützen, so wie das halt üblicherweise Bitmaps gespeichert werden, wo Pixels quasi von links nach rechts horizontal gespeichert werden und dann geht es auf die nächste Zeile und so weiter. Wir hatten mehr Rechenpower und diese Power haben wir benutzt, um es einfacher zu machen für die Entwickler. Und ja, die ARM-Architektur hat halt auch praktische Befehle, wo man diese Bitmap-Transformation einfacher lösen kann. Das 2,5-Generation-Display dieser Controller, also springe ich ein bisschen zurück, der hat ein paar Optimierungen auch, um die Datentransferrate oder Datentransfer zu minimieren. Es flickerte manchmal, es wurde dann besser. Also mehr Throughput hat dagegen gut geholfen, hat uns erlaubt, immer noch viele Informationsänderungen zu übertragen, aber Dinge, welche nicht geändert wurden, wurden dann halt nicht mehr abgedatet. Und zum Beispiel eines dieser 8x8 Module keine LEDs anhatte, dann wurde dieser Chip auch in den Power-Save-Mode gesetzt, um die Stromverbrauch zu minimieren und zu optimieren. In der ersten Generation Hardware haben wir mal gemessen. Ich glaube, wir haben da gemessen, dass das Ganze über 1 Kilowatt brauchte, wenn alle LEDs an waren. Und mit jeder Hardware-Generation haben wir das ein bisschen verbessert. Und es nutzt jetzt halt je länger, je weniger Strom. Das war dann nicht perfekt. Ich erinnere mich, da war was mit dem Ethernet. Ja, das Bitmap-Linear-Kommando, wo man nur einen Teil des Bildes updaten kann. Mit diesem Kommando hatten wir das Problem, dass der Cortex M3, der hat internes Ethernet, Mac und PHY. Die Netzwerk-Konnektivität war einfach, es hatte Beispielcode für IP-Stack und so weiter, alles okay. Aber leider hat die Hardware nur 2 Kilobyte an Paketbuffer. Das heißt, wenn wir diese 71.000 Pixel nehmen und alle in ein Paket packen möchten, dann geht das nicht, weil der Puffer zu klein ist. Das wären dann etwa 9 Kilobyte an Daten. Mit diesem Mikrocontroller, der nur 2 Kilobyte Paketbuffer hat, gingen halt Pakete verloren. Das war natürlich unschön. Und da haben wir dann Workarounds gemacht.
gemacht, anstatt ein großes UDP-Paket zu senden mit dem gesamten Bild, würde man halt quasi manuell das machen, was normalerweise der IP-Stack macht. Man zerkleinert das große 9-Kilobyte-Paket in kleine Pakete und das wird dann halt aufgeteilt in 6 bis 7 Pakete, die klein genug sind, um das Display zu senden. Und ja, Problem war dann aber, dass das Display zum Beispiel nur das erste, das dritte und das fünfte Paket empfangen hat. Und dazwischen war es halt beschäftigt mit dem Anzeigen dieser Pakete. Und der nächste Workaround war darum, dass wir wie soll ich das sagen? Erzähle ich ein bisschen, dass das Geheimnis erzählen. Also wir already on the sending side, bereits beim Sender muss das Bild in mehrere Teile geteilt werden, also in der Applikation, nicht erst auf dem IP-Stack. Wir haben eine Applikation geschrieben, welche das macht, welche das Bild in kleinere Pakete teilt und haben auch eine künstliche Verzögerung eingebaut zwischen den Paketen. Das ist sehr unschön, das hat uns nicht gefallen, aber ja. Also das Ziel war natürlich immer mehr Frames pro Sekunde zu erhalten. Wir wollten da Video drauf abspielen können. Das war immer das Ziel. Die zweite Generation Hardware hatte etwa 2-3 Frames pro Sekunde. Und mit der dritten Generation hatten wir schon etwa um die 10, manchmal 12 FPS an einem guten Tag. Aber das ist natürlich immer noch ein bisschen unschön, weil 24 wären schön. Dann haben wir den Vorschlag genommen und haben was mal gesagt, jetzt nehmen wir einen BeagleBone Black. Der hat ein PRU, das ist eine Programmable Real-Time Unit, also Real-Time-Einheit, ein kleines Linux-Board, ähnlich zu einem anderen fruchtigen Board, das ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Es ist ein Linux-Board, es ist sehr hübsch, es hat etwa einen Gigahertz-Prozessor, SoC. Und es hat aber auch zwei Co-Prozessor-Cores, die 200 MHz schnell sind. Kleine Co-Prozessoren, die komplett getrennt sind vom ARM und vom Linux. Und man kann kleine Programm-Snippets erstellen, die dann auf diesen laufen, und zwar sehr schnell. Die können dann in einem Zyklus Input-Output-Operationen, GPIO, lesen und schreiben. Das dachten wir, wäre eigentlich ein guter Weg, um die Performance zu verbessern, zu diesem letzten Teil, den wir noch brauchten. So, da haben wir schon mehrere Schritte gemacht, schon viele Dinge optimiert, der Datentransfer war gut und es ging jetzt über dieses Flachbandkabel, das ihr da ein bisschen sieht. Und zuerst war das noch seriell und mit der zweiten Generation ist es immer noch seriell. Mit der dritten Generation war das dann parallel. Der Zeilencontroller konnte dann weitermachen. So, mit dem BeagleBone Black haben wir jetzt in diese Richtung weitergearbeitet, haben eine PRU-Firmware geschrieben für diese Zeilencontroller, die welche mit dem Zeilencontroller anspricht. Das PRU hat eine Shared Memory, das heißt, das Linux empfängt die Bitmap-Pakete, oder zum Beispiel Kommandos oder Pakete, und speichert die Bitmap-Daten in diesen geteilten Speicher, Shared Memory, macht sonst nichts, einfach nur das in einem Endlosschleife. Und unabhängig davon arbeitet das PRU und liest diese Daten aus dem RAM, aus dem Shared Memory, und zeigt diese an. Also haben wir noch viel mehr Parallelisierung, und so haben wir es dann bis etwa 40 FPS geschafft. Ja, Mission accomplished. Das hier zeigt ein paar Bilder aus dem Inneren. Das ist der aktuelle Zustand der Dinge. Wir haben den BeagleBone Black oben links mit einem
Platine darüber mit ein paar Level-Shifter und IO-Puffer und sowas, und ich weiß nicht genau, was alles da drauf ist. Um den Bus nach unten anzutreiben. Und man sieht auch die Leistungsversorgung, die Stromversorgung. Das ist ein ziemlich kleines Netzteil. Es ist nicht genug für das ganze Gerät. Es ist nur für den Beagle Blown Black. Das hier ist ein Teil der eigentlichen Netzteile für die LEDs. Es gibt tatsächlich zwei solche Netzteile wie dieses hier auf dem Bild. Die werden benötigt, um alle die LEDs anzutreiben. 500 Watts each. Ich glaube, sie sind jeweils 500 Watt oder so, aber wir brauchen eigentlich nicht wirklich so viel. Wir haben zwei, weil es kein zwei gab, die genug Kapazität, kein einzelnes gab, das genug hohe Kapazität hat und keine Lüfter hatte. Da waren vorher andere Netzteile drinnen aus den 1990er oder so, die sehr ineffizient waren. Die haben wir halt selbst ausgetauscht, durch diese modernen geschalteten Netzteile auszuteilen. Und diese nette Verkabelung haben auch wir im CCCB gemacht. Das Rot und Schwarz und diese Kupferleisten und Sicherungen, die waren alle schon da. Die kommen aus der Fabrik. Und das kleine Board in der Mitte ist ein Analog-Digital-Wandler, um die Spannungsausgang der Netzteile zu überwachen. Einfach mal gucken, was passiert. Kommen die Netzteile damit klar, wenn wir alle 71.000 LEDs gleichzeitig an- und ausschalten? Und tatsächlich, ja, sie schaffen das. Das ist die rechte Ecke, wo da der Ethernet-Connector dran ist. Showing our logo. Und es ist ein nette Gravierung, die unser Logo zeigt. Ja, lass uns über zur Software übergehen. Wo wir vielleicht gesehen haben, ich weiß nicht viel über die Hardware. Aber es hat immer Spaß gemacht, im CCCB zu sein und darüber zu hören, was die anderen Mitglieder des Clubs gemacht haben. Jeder machte halt das, wo er gut war, und ich mache halt Webentwicklung. Und ich konnte halt nur Dinge machen, nachdem sie einen Webserver darauf implementiert haben und mir Websockets gegeben haben. Ja, als erstes lass uns über den Font reden. Der Font ist ein CodePage 437 Font, ein eigener. Ihr kennt den vielleicht auch vom Bootscreen, das ist das gleiche, und MS-DOS, das ist die gleiche Zeichenlayout, wie der benutzt. Es gibt Fonts, die es gibt. Warum brauchen wir unseren eigenen? Das Problem ist, wir haben 8x8 Pixel-Module. Es gibt 8x8, es ist keine 8x1 Font, das gibt es nicht. Es gibt 8x16, das ist zu groß. But there's a problem. Our modules are one. Aber es gibt ein Problem. Unsere Module sind einer neben den anderen. Und wenn man Text in einem Standard 8x8 Font darauf macht, gibt es keinen Zwischenraum zwischen den Buchstaben. Das war das, was wir ändern mussten. Wir brauchen einen Zwischenraum zwischen den Buchstaben. Am Ende brauchten wir tatsächlich einen 7x7 Font. Und das hier ist die Bitmap von diesem Font. Das ist der grundlegende Satz an Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr das an dem Bildschirm sehen könnt. Es gibt eine hellgrauen Strich neben den Dingern. Das ist halt die Lücke, das achte Pixel zwischen den Zeichen. Markus hat auf diesem Font in Wine gebaut, weil er sagt, das ist immer noch das beste Programm, wenn man Pixel machen will. Und dann hat er ein paar Skripte darum gemacht, um das zu exportieren. Er hat da ein C-Header generiert, der auf dem Beagleboard benutzt wird. Und er hat auch Webfonts daraus generiert, sodass wir
Beispiel einen Web-Editor für das Interface benutzen können, um damit das Interface in der Webseite und das eigentliche Display fast gleich aussehen. And then the next big, die nächste große Aufgabe, das nächste Aufwand war das Dithering. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kommt, aber nehmen wir an, wir haben ein Bild. Wir haben kein, das ist Farbbild, wir haben natürlich keine Farbe. Also wir müssen es etwas wie Schwarz und Weiß konvertieren. Aber dann, wir haben über die Helligkeit erzählt, wir können die Helligkeit nur in einem 8x8-Bereich ansteuern. Wir können kein richtiges Grau darin. Wir können dann immer nur in dem Bereich immer nur grün oder gar nichts machen. Dithering ist halt ein Effekt, in dem man eine Technik, bei der man den gleichen Effekt benutzt, um halt den Eindruck von Grau erzeugt. Das ist fast der gleiche Technik wie Drucker benutzen, die halt nur schwarz und weiße Punkte machen können. Hier, wenn man jetzt reinzoomt, so sieht dieses Image dann gedithert aus. Markus hat viel Aufwand da rein und viel Liebe da reingesteckt und hat dann viel Aufwand getrieben, verschiedene Dithering-Algorithmen zu testen. Floyd Steinbergmann ist ein ganz guter, aber der ist nicht gut genug für den Standard, auf den er zielte. Nur hat the original image eine Anwendung gebaut, wo der gemacht und dann hat er so, dass man oben das Originalbild sehen konnte und dann konnte man zwei verschiedene Dithering-Algorithmen vergleichen. Und am Ende hat er sich entschieden, ich weiß nicht den Namen nicht mehr genau, er heißt irgendwie mit O an und ist ein russischer Name als ein Basisalgorithmus. Und dann hat er ein bisschen mehr Preprocessing hinzugefügt, um die Resultate zu vergessen. Er wird vorher ein wenig unscharf gemacht, damit man nicht alle, bei dem Dithering sieht man nicht mehr alle kleinen Details und das Dithering entfernt diese Details ohnehin und dann macht man ein bisschen Schärfen hinterher, um dann die übrig gebliebenen Feature im Bild zu schärfen. Und unten links sieht man, ist jetzt keine besonders gute Darstellung, weil es skaliert ist oder so. Da sieht man dann halt das Resultat. Packages? Pakete? Ja, UDP-Pakete. 9 Kilobyte Bitmap-Frames hatten wir schon gesagt, genau, das hatten wir schon erzählt, wir müssen uns ein bisschen beleidigt. Das nächste, das Großartige für mich war Websockets. Ich habe mich nie vorher mit UDP beschäftigt. Eine Rückkopplung im Saal. Und mit Websockets konnte ich plötzlich Pixel an das Display schicken, aus dem Browser. Mit JavaScript. Die WebSocket-API ist nicht die volle API, es ist nur, schickt nur Pixel. Man hat also eine Canvas, eine Leinwand und schickt dann einfach Pixeldaten hin an das Display. Es gibt eine einfache Demo-Anwendung, die mit Web zeigt, wie man die Websockets benutzt. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist, um es zu erkennen, aber am Ende ist Websockets einfach eine Zweiweg-Kommunikation wie TCP, um Daten aus dem Web irgendwo hinzuschicken. Man macht einfach die Verbindung auf, sagt, dass man Buffer-Data schicken, greift sich ein paar Pixel aus dem Canvas und dann geht man durch die Pixel, packt sie in Bytes und schickt sie einfach über den Websocket hinaus. Das war eine relativ einfach zu implementieren, ein sehr einfaches Protokoll. Ja, und das hat auch sehr gut funktioniert.
Dann sprechen wir mal über weitere Applikationen vom CCC Berlin spezifisch. Also die erste ist natürlich ein Willkommensbildschirm. Es ist halt an der Wand montiert, wo man reinkommt, und da macht sowas sehr Sinn. Ist eigentlich fast immer eingeschaltet, aber dies ist der Willkommensbildschirm. Und eine der ersten Implementationen, als wir ja noch keine Bitmaps anzeigen konnten, war das quasi der ASCII Star Wars Film. Den findet man auch immer noch im Internet. Es ist einfach ein Telnet, das euch dann diese Daten sendet. Das war natürlich sehr schön zum Anfangen. Aber später, ja, das habt ihr auch schon live gesehen, haben wir Videos geschaut darauf. Mark hat ein hübsches G-Streamer-Plugin geschrieben, welches sich um das Dithering und so weiter, um alles Preprocessing kümmert. Und so kann man halt einfach einen Film abspielen und der wird dann korrekt an das Display gesendet. Etwas Kleines. Und einem Ort haben wir noch unsere Datenrate optimiert, indem wir komprimiert haben. Das war irgendwo zwischen der dritten und vierten Generation, also ja, in Generation 4 wurde das ergänzt, dass man die Bitmap-Kommandos der benötigt halt nur zwei der vier Parameter im Protokoll, und dann haben wir ein paar Unterkommandos implementiert, welche verschiedene Kompressionsalgorithmen unterstützen. Da waren wir zeitlang beschäftigt, um mal all diese Algorithmen zu vergleichen und mal zu schauen und uns auf einen Standard zu einigen. Also insbesondere die Entkomprimierungsrate ist dann halt relevant, weil das Display erledigen muss. Was ihr auch seht, es hat immer so Zeilen dazwischen, die sind dann halt dunkel. Und da muss man dann in so einem G-Streamer-Plugin zum Beispiel explizit beibringen, dass es diese Pixel halt ausschneiden soll. Also es funktioniert so, man sagt ihm quasi, schick mir ein Graustufenbild, und das hat dann ein bisschen mehr Pixel, als eigentlich auf das Display passen. Diese Lücken, wo das Metall ist, da wird dann halt quasi null drüber kopiert. Leider nicht in einer ganz effizienten Art, aber ja, es ist noch kein Problem. Und so sieht das dann halt viel besser aus, als einfach die genaue Pixelauflösung des Displays zu berechnen. Und es gibt ein Web, wenn man sich auf diese IP-Adresse verbindet, welche auf dem Display stehen würde, dann sieht man dieses Webinterface, ein kleiner Texteditor, wo man Dinge eintippen kann, und es gibt auch eine kleine Zeichenapplikation, wo man etwas hineinzeichnen kann auf das Display. Etwas anderes Lustiges ist unser Bitcoin-Infostream mit Echtzeit-Updates, oder der Flugfahrplan quasi. Und was ich auch sehr, sehr mag, ist die Abfahrtszeiten von Bussen und so weiter. Also bei uns in der Nähe ist die Haltestelle Friedrichstraße in der Nähe. Und am Wochenende vor allem gibt es dann auch wenn es später wird, mal weniger Züge und so weiter. Und dann hilft es natürlich, dass man noch rechtzeitig auf den letzten Zug es schafft. Etwas anderes Lustiges war ein Multiplayer-Panzerspiel, wo man mit dem Telefon oder Laptop halt sich verbinden kann, direkt auf die IP. Dann hat es im Browser auf dem Laptop einen Controller angezeigt, und mit Touch-Eingabe konnte man das dann steuern und gegeneinander spielen. Und das Display war dann effektiv die Anzeige des Spiels. Und das letzte war auch so eine Demo-Applikation, wo man einfach mit dem iPhone Kameradaten auf das Display streamen kann. Die seht ihr hier. Alright. Ja, das
Credits. Ja, das, danke an allen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Das war nicht nur Felix und ich, da haben viele Leute daran mitgearbeitet im CCC. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, an diesem Ding zu arbeiten. Ich habe es ein bisschen vermisst, weil es ist jetzt eigentlich eine Weile her, dass man das letzte Mal etwas daran gearbeitet hat. Das funktioniert. Aber ja, hoffen wir mal, dass man wieder mal was Neues machen kann. Ich muss sagen, ich vermisse es nicht so, weil es war immer relativ gefährlich, wenn die da 150 Kilo schweres Display im Club umhertragen. Und ja, vielen Dank. Haben wir Fragen? Sehe ich ein weißes Licht? Dann bitte mal ins Internet. Hi. Eine Frage aus dem Internet. Du hast gesagt, dass die Module gedimmt werden können. Benutzt der Dithering-Algorithmus auch das Dimmen der Module oder sind die alle gleich hell? Soweit ich das weiß, benutzt das Dithering die Intensität nicht. Weil das nur halt auf einem 8x8-Level geht. Also wurde, glaube ich, versucht, aber es sah nicht wirklich gut aus, weil die Pixel halt viel kleiner sind als der Bereich, den man die Intensität einstellen kann. Und man würde halt auch verschiedene Kommandos haben müssen für die Pixel und für das Dimmen. Wir hätten vielleicht ein Kommando hinzufügen können dafür, aber es sah halt nicht so gut aus. Okay, we have another question here in the front, please. Wir haben eine andere Frage hier vorne. Maybe you have other ideas of upgrading other, vielleicht habt ihr andere Ideen, nice, wie man andere alte Geräte updaten könnte. Habt ihr Ideen? Ja, weiß ich nicht. Hast du ein Gerät? Ich meine, das Display ist jetzt viel besser als das Original. Vielleicht habt ihr Ideen für andere solche Projekte. Ob wir irgendwelche zukünftige Projekte haben, wieso? Nein, unglücklicherweise nicht. So there's been some work on other display technologies. Also es gibt Arbeiten an andere Display Technologien, Flip Dots. But not so much in the club, not at nicht so viel im Club. Mehr so die gleichen Leute, die haben halt machen andere Dinge, also Flip Dot Hacking machen oder so, aber nicht im Moment. Please just send a mail or yeah, do it yourself. You can go on eBay, buy something. Oder geht einfach auf eBay sendet es uns, aber sendet uns nicht euren Müll, bitte. We have one more question in the haben wir noch eine weitere Frage? Die Frage ganz hinten. Oder doch keine Fragen mehr? No question, you're just das sieht nicht mehr nach Fragen aus, da steht einfach nur jemand. Okay. Then thank you so much. Vielen Dank fürs Zuhören und einen großen Applaus. Und damit verabschieden auch wir uns auf dem Übersetzungskanal. Ihr könnt Feedback geben auf Twitter unter dem Hashtag C3.